Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf einem weiteren Video mit mir. Und heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die mir das Publikum bzw. die ihr mich schon öfters gefragt habt. Und zwar, wie erreiche ich meine Ziele schneller? Und darauf möchte ich heute einfach kurz genauer eingehen. Und ich möchte euch einen Punkt mit auf den Weg geben. Und wenn ihr diesen anwendet, wenn ihr diesen verstanden habt, sorgt ihr dafür, dass ihr langfristig und kurzfristig eure kurzen und langen Ziele um einiges schneller erreichen könnt. Und zwar ist es unglaublich wichtig, dass ihr eure Ziele untergliedert in die Wichtigkeit und den Stufengrad der Zielgenauigkeit bzw. wo diese Ziele später hinführen sollen und was für einen Wert sie überhaupt in deinem Leben komplett haben. Also fangen wir an damit. Und zwar ist es wichtig, dass du dir A, B und C Ziele steckst. Ich fange an mit den A-Zielen. Die A-Ziele sind die Ziele, die du unbedingt erreichen musst. Das sind die Ziele, die du in 5 Jahren, in 10 Jahren erreichen musst, erreichen möchtest, die du dir als wirkliches, sagen wir mal, als Endziel gesetzt hast und dass diese es gar keinen Weg um diese herum gibt. Sie können auch ein Ziel sein, das du in einem Jahr erreichen möchtest, aber das ist ein Ziel, was wirklich standhaft ist, was es gibt keine Ausrede, dieses Ziel nicht zu erreichen. Das ist ein A-Ziel, also wirklich eines der wichtigsten Ziele, die du für dich angepeilt hast. Dann kommen wir zu den B-Zielen. Die B-Ziele sind die Ziele, die trotzdem eine Wichtigkeit haben, aber einfach keinen so hohen Wert haben wie die A-Ziele. Heißt, sie stehen irgendwo im Mittelpunkt, irgendwo da drin, wo du sagst einfach, hey, ich habe sie mir für 2 Jahre vorgenommen, aber wenn ich sie nicht erreiche, ist es nicht allzu schlimm, da ich mir ja schon das A-Ziel gesetzt habe, also du hast schon das Oberziel und wenn das B-Ziel, sagen wir mal, nicht erreicht wird, hat es nicht eine so große Wichtigkeit, weil du trotzdem deine größeren Ziele schon als Vision vor dir hast. Und dann kommen wir zu den C-Zielen, das sind die, sagen wir mal, das sind kleine Tagesziele, also sagen wir Sachen wie die Wäsche machen. Oder Sachen wie einfach nicht so wichtige Ziele. Heißt, es sind Dinge, die vom Grad her irgendwo da unten stehen und du sagst, okay, ich könnte sie erreichen, es wäre eine realistische Sache, ich würde sie auch gerne erreichen, aber wenn es nicht passiert, dann ist es auf keinen Fall schlimm. Und warum Ziele untergliedern, warum ist es so wichtig, dass du es machst, dass du dich einfach nicht überarbeitest und nicht einen Haufen von A-Zielen hast, also einen Haufen von Wichtigkeitszielen, die du dir als wirkliches Endziel gesetzt hast, denn dann passiert nämlich eine Sache, und zwar du wirst keines davon erreichen. Du solltest dir immer den Fokus auf 1, 2, 3 wichtige Ziele setzen und wenn du diese erreicht hast, kannst du dich um den Rest kümmern. Wenn du diese wirklich angepeilt hast, weißt du, okay, das ist mein Hauptfokus, hierauf fokussiere ich mich jetzt und alles andere kann später kommen. Aber wenn du 10, 20, 30 riesige Ziele hast, kann ich dir versprechen, wird eine Sache passieren. Du wirst versuchen, dich kurz auf das Ziel zu fokussieren, dann fokussierst du dich ganz kurz auf das Ziel und dann irgendwo auf diese Ziele und am Ende passiert eine Sache, du gibst für jedes Ziel nur 10-20%, aber für kein Ziel kannst du 100% geben, um dieses zu erreichen. Das ist eine Sache, weshalb du die Ziele untergliedern solltest. Und eine andere Sache, wir sind keine Profis im Ziele erreichen. Wir müssen auch einfach lernen, erstens disziplinierter zu sein und gleichzeitig einfach unsere Sache konsequent durchzuziehen. Und das können wir nicht machen, wenn wir uns stetig an andere Dinge wenden. Also fokussiere dich wirklich auf A-Ziele, dann B-Ziele und dann C-Ziele. Mein Tipp an dich, untergliedere deine Ziele und ich kann dir versprechen, du wirst um einiges schneller an deine Ziele kommen. Das ist eine Sache, die ich gemacht habe, angewendet habe und die mir bis jetzt schon sehr viel gebracht hat. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen, die Frage konnte um einiges besser aufgeklärt werden und ja, ich freue mich bis zum nächsten Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da und lass mich noch wissen, ob du deine Ziele schon mal untergliedert hast und wenn ja, welche Erfahrungen du damit gesammelt hast. Bis zum nächsten Video und macht's gut.